Hörst du das? Hörst du das? Nein, nix. Ich kann das nicht. Ich habe keine Ahnung, was er denkt. Das musst du ja auch nicht. Aber ich muss jetzt zum Flughafen. Was? Nein, noch nicht. Ari, es ist doch nur für einen Monat. Du kannst jetzt nicht weg. Kanada ist zu weit. Und du kannst Oswin nicht alleine lassen. Ich lasse ihn nicht allein. Ich lasse ihn bei dir. Ich vertraue dir. Oswin vertraut dir. Solange du das nicht vergisst. Das vergesse ich nicht. Versprochen? Versprochen. Wir wissen doch nicht mal, was passiert ist. Stimmt, aber ich habe eine leise Ahnung. Nachdem ein sehr aufgeregter Mann mir am Telefon erzählt hat, die Windsbraut persönlich sei aus einer Donnerwolke gefahren und habe ihm seine Pferde entführt. Ich habe sie nicht entführt. Ich habe sie von der Straße geholt. Das war saugefährlich. Aber Windsbraut ist schon irgendwie cool. Ari, wir haben darüber geredet. Ich Phileos. Da ist sie, La Sposa del Vento. Wo sind unsere Pferde? Da drin. Ich wollte sie gerade füttern. Oh, grazie, grazie, grazie mille. Grazie. Papa. Entschuldigung, Emotionen. Wo sind Sie also? Ich zeig's Ihnen. Danke, Ari. Das übernehme ich. Kommen Sie mit. Wie ist denn das passiert? Die Gefahr um die Kurve. Die Kurve. Kam diese Dinge auf die Motorhaube. Hi, Carlo. Hi, ich bin. Ariel! Ah, Ariel. Nein, ich bin Ari. Ariel! Und ich soll jetzt gehen. Hey, Ari. Das war echt cool. Danke. Nach so einer Nacht im Stall muss man sich schon die Beine verbiegen. Er übertreibt. Er war nur eine Nacht drin. Das ist seine Bestimmung. Maulwurfshügel, Rodeo. Frei zu sein. Wie meinen Sie das? Dieses Pferd sollte schon so vieles sein. So hohe Erwartungen erfüllen. Weltklasse-Springpferd. 10-0 in der Dressur. Aber das hier, das ist er wirklich. Auch sowas? Eine Bestimmung? Natürlich. Und was? Das kannst du nur selber herausfinden. Wie lange, bis er wieder fit ist? Wieder fit? Sie sind ja gut. Der wird nicht wieder fit. Und wenn Sie meine Meinung hören Will wollen... Ich nicht. Danke. Eine Schande ist das. Das hat das arme Tier einfach nicht verdient. Wenn das Pferd jetzt keine Pause bekommt, moderate Bewegung, frische Luft, bestes Futter, dann ist der nächste Auftritt sein letzter. Hm. Auf Wiedersehen. Hast du wenigstens verstanden, was ich sage? Dann ist ja gut. Was habe ich dir über Tierärzte gesagt? Ich wollte nur sicher gehen, dass er nichts Ernstes hat. Er ist zusammengebrochen. Wie geht's Nikolai? Sein Arm war ganz verdreht. Ich wäre mit ins Krankenhaus gefahren, aber Papa wollte nicht. Hat er ja recht. Dort kannst du nichts für ihn tun und hier wirst du gebraucht. Ja,
Sicher. So ärgerlich das Ganze ist, für dich ist das jetzt die große Chance, mein Kleiner. Meine? Wieso? Na, in 5 Tagen ist die nächste Vorstellung. Wir sind ausverkauft. Du willst, dass sie stattfindet? Natürlich findet sie statt. Wir können uns doch gerade jetzt keinen Ausfall leisten. Was? Warum nicht? Weil wir so nah dran sind wie nie zuvor. Als wir von normalen Reiterferien sprachen, hatte ich nicht im Sinn, einem Kind ein 2 Millionen teures Sportpferd mitzugeben. Ja, das glaube ich ja. Aber Mika hat zugestimmt. Und sie fand es sogar ziemlich gut. Mika würde Ostwind auch zum Einkaufen in den Supermarkt mitnehmen. Oh ja, das stimmt. Kann losgehen. So, das musst du mitnehmen zu treuen Händen. Okay, und was ist das? Das sind die Papiere von Ostwind. Wenn du mit deinem Pferd unterwegs bist, musst du die dabei haben. So ist die Vorschrift. Ist das wirklich nötig? Ich meine, auf der kurzen Strecke wird schon keine Polizeikontrolle sein. Vorschrift. Ist ja okay. Kommst du dann bitte? Ich fange hier schon an zu schimmeln. Hier, viel Spaß. Oh, danke. Oh. Meine Kleine. Na endlich, wir verpassen auf dem Prinzessinnenritt, auf den du dich angeblich so freust. Hör zu, ich brauche deine Hilfe. Ich komme nicht mit auf diesen Ponyhof. Ich wusste es. Du musst uns woanders absetzen. Du willst abhauen? Nein, ich will nicht abhauen. Ich gehe zum Zirkus. Mika? Hallo? Na? Mika, was machst du denn hier? Nein, Ari, was machst du hier? Du hast mir versprochen, auf ihn aufzupassen. Das hab ich und das tue ich. Und das? Was ist das? Ich wollte jemandem helfen und dazu habe ich Ostwind gebraucht. Was ist das hier? Ein Zirkus? Nein, Ikvilios ist kein Zirkus. Und außerdem bist du doch einfach gegangen. Ostwind ist ja gar nicht mehr wichtig. Oh, das stimmt nicht. Und das weißt du auch. Doch, sonst hättest du uns nicht einfach alleine gelassen. Mädels, jetzt beruhigt euch erstmal. Wir können doch über alles reden. Jetzt bin ich da. Und Ostwind geht's nicht gut. Es war ein Fehler, dir zu vertrauen. Du spürst es echt nicht, oder? Ja, Leute, ich glaube. Du hast ihn benutzt? Das ist nicht wahr! Doch, aber das ist jetzt vorbei. Ich nehme ihn mit. Nein! Ernsthaft, hört auf, euch zu streiten. Er mag das gar nicht. Kann sie mir nicht einfach so wegnehmen. Ihr seid verbunden. Ihr seid verbunden. Du sagst, Ostwind habe dich gerufen in diesem Traum. Es war Ari. Sie hat nicht immer die Kraft, allein das Richtige zu tun. Ariel! Bereit für den zweiten Durchlauf? Meine Damen und Herren, der Unvergessliche, der Unvergleichliche, der große Orkan! Gänsehaut. Okay. Nein! Der nächste Auftritt ist sein letzter. Mika! Wo steckt Ari? Der sieht wirklich aus wie Orkan. Wir tauschen sie aus. Mika! Was ist das hier? Ein Zirkus? Trust me, catch you if you fall. Everywhere you go, I follow. Everywhere you go. Schau rein, das ist deine Bestimmung. Euer Streit hat Ostwind zerrissen. Das ist das, was du spürst. Ich träume. Nee, jetzt nicht mehr. Wir brauchen deine Hilfe, Sam. I follow. Where you go, I follow. Follow.